In dieser Lektion schauen wir uns das Thema mehrstufige Zufallsexperimente einmal genauer an. Ein Zufallsexperiment kann aus mehreren Einzelexperimenten zusammengesetzt sein. Diese können sich gegenseitig beeinflussen oder eben auch nicht. Mehrstufige Zufallsexperimente kann man auch in einem Baumdiagramm darstellen, und solche Baumdiagramme sind unser wichtigstes Werkzeug eben, um die Dinge zu veranschaulichen. Bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten in einem mehrstufigen Zufallsexperiment verwendet man dann die Pfadregel, und die besagt, dass Wahrscheinlichkeiten entlang eines Astes in unserem Baum multipliziert werden, und wenn Sie mehrere Äste haben, werden die Äste selber addiert. Schauen wir uns das mal ganz konkret in einem Rechenbeispiel an. Hier soll zweimal gewürfelt werden. Die Frage ist nun, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man im ersten Wurf eine ungerade Zahl bekommt und im zweiten Wurf eine Zahl größer als 4 würfelt. Sowas löst man dann eben typischerweise mit einem Baumdiagramm. Die Verhältnisse sind relativ einfach, man hat relativ wenige Äste und kann sich das Ganze dann ganz gut in einem Baumdiagramm darstellen. Wir haben also den ersten Wurf zu betrachten, und hier unterscheiden wir, ob wir eine gerade oder eine ungerade Zahl würfeln. Das heißt, wir beginnen in unserem Baum mit unserem Zufallsexperiment an dieser Stelle und richten einen Ast für die geraden und einen Ast für die ungeraden Zahlen ein. Nun, eine gerade Zahl erhalten wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, also mit 1/2. Ebenso eine ungerade Zahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, also wieder 1/2. Beim zweiten Wurf wird gefragt, ob wir eine Zahl größer als 4 gewürfelt haben. Das heißt, wir können wiederum jeweils 2 Äste anbringen. Einmal bei dem Weg gerade Zahl, und hier fragen wir nach größer 4 bzw. nach kleiner 4. Nun, größer 4 sind die Zahlen 5 und 6. Das sind 2 von 6 möglichen Zahlen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zahl größer 4 zu bekommen, 2/6 oder eben gekürzt 1/3. Und die anderen Möglichkeiten sind dann eben entsprechend 2/3. Auch hier bei den ungeraden Zahlen, wenn wir eine ungerade Zahl geworfen haben, können wir wieder 2 Äste für größer 4 im zweiten Wurf bzw. kleiner gleich 4 im zweiten Wurf einbauen. Und hier sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten ebenfalls 1/3 bzw. 2/3. Die Würfe beeinflussen sich ja nicht gegenseitig, also da haben wir an dieser Stelle dieselben Wahrscheinlichkeiten wie hier oben. Somit haben wir die Situation in einem Baumdiagramm dargestellt. Und die Frage war ja, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, im ersten Wurf eine ungerade Zahl und im zweiten Wurf eine Zahl größer als 4 zu würfeln. Das ist eben dieser rot eingezeichnete Pfad. Und wir müssen, wenn wir diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollen, entlang eines Pfades die Einzelwahrscheinlichkeiten multiplizieren. Das habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E ist damit nichts anderes als 1/2 mal 1/3, was 1/6 ist. Und 1/6 als Kommazahl oder in Prozent ausgedrückt sind dann etwa 16,7%. Ergebnis: die gesuchte Wahrscheinlichkeit, erster Wurf ungerade, zweiter Wurf größer als 4, beträgt etwa 16,67%. Schauen wir uns gleich das nächste Rechenbeispiel an. Markus und Stefan veranstalten ein kleines Kickerturnier. Markus gewinnt üblicherweise 60% seiner Spiele gegen Stefan. Das Turnier endet, wenn einer der Spieler 2 Spiele gewonnen hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Markus gewinnt? Nun, auch das lässt sich ganz einfach in einem Baumdiagramm darstellen. Wir haben einmal, wenn wir das Zufallsexperiment beginnen, die Möglichkeit, dass Markus gewinnt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%, also von 0,6, und die Wahrscheinlichkeit, dass Stefan gewinnt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,4. Somit haben wir schon mal die ersten beiden Äste in unserem Baum. Nun geht das Spiel aber noch weiter. Wenn wir jetzt ein weiteres Mal spielen, dann haben wir wieder die Möglichkeit, dass Markus oder Stefan gewinnt, jeweils mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit 0,6 und 0,4. Aber an dieser Stelle hat Markus zweimal gewonnen und das Gesamtspiel sozusagen ist hier bereits zu Ende. Wenn wir jetzt aber einmal erreicht haben, dass Markus und einmal Stefan gewinnt, ist das Spiel noch nicht zu Ende und wir müssen erneut spielen.
Und erneut gibt es die Möglichkeit, dass einmal Markus und einmal Stefan gewinnt, eben wieder mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Und hier in beiden Fällen ist das Spiel auf jeden Fall zu Ende, denn Sie sehen, auf diesem Weg hat Stefan zweimal gewonnen und auf dem anderen Weg, diesem hier, hat Markus einmal hier und einmal hier gewonnen. Und entsprechend müssen wir auch die anderen Wege hier vervollständigen. Für den Fall, dass Stefan einmal gewonnen hat, geht das Spiel weiter und wir haben wieder die Möglichkeit, dass Markus oder Stefan gewinnt. An dieser Stelle ist dann das Spiel vorbei, wenn Stefan zweimal gewonnen hat, aber hier noch nicht. Das heißt, hier müssen wir noch zwei Äste anfügen. Einmal M, einmal S. Nachdem wir jetzt das Baumdiagramm entsprechend aufgebaut haben, können wir uns der Fragestellung widmen. Und hier war gefragt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Markus gewinnt. Und dann sehen wir uns einfach die entsprechenden Äste an. Markus hat auf diesem Weg gewonnen, denn hier erscheint er ja zweimal in diesem Ast. Und er hat auf diesem Weg gewonnen, hier erscheint er auch zweimal. Und er hat auf diesem Weg hier gewonnen. Denn hier erscheint er auch zweimal. Auf allen anderen Wegen hat er nicht gewonnen. Das heißt, wir müssen jetzt drei Äste sozusagen aufaddieren. Entlang eines Astes werden die Wahrscheinlichkeiten mal genommen und sämtliche Äste müssen dann aufaddiert werden. Wir gehen also gemäß der Pfadregel vor und erhalten eben die Wahrscheinlichkeit einmal auf dem einen Weg 0,6 mal 0,6. Ich gehe nochmal hier zurück. Das ist dieser Weg, 0,6 mal 0,6. Dann diesen Weg, 0,6 mal 0,4 mal 0,6. Das ist das hier. Und nochmal zurück zum letzten Weg. Dieser war 0,4 mal 0,6 mal 0,6. Das ist das, was ich Ihnen hier notiert habe. Entlang eines Astes werden die Wahrscheinlichkeiten mal genommen und alle beteiligten Äste müssen aufaddiert werden. Sie erhalten einen Wert von 0,648, was ungefähr 65% entspricht. Das heißt also, im Endergebnis, Markus gewinnt das Kicker-Turnier mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 65%.